Wenn du die Pille absetzt, kann es sein, dass sich dein Hautbild verändert. Sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Aber warum ist das überhaupt so, dass die Haut sich dadurch so stark verändern kann? In diesem Video geht es genau darum. Mein Name ist Dr. Lies Martin, Ärztin aus der Hautarztpraxis Dermanostik. Hier sehen wir übrigens extrem häufig Hautunreinheiten und Hautveränderungen, nachdem die Pille abgesetzt worden ist. Und weil das so ein großes Thema ist, haben Estefania und ich ein Buch dazu geschrieben, natürlich frei von Akne, verfügbar in allen Buchläden bei Amazon zum direkt nach Hause bestellen. Sobald du die Pille abgesetzt hast, fragst du dich, warum wird die Haut besser, schlechter? Und dann ist erstmal ein Blick zu der Pille gefragt, das heißt auf die Inhaltsstoffe gucken. Die Pille hat nämlich zwei mögliche Wirkvarianten. Einmal die sogenannte androgene Wirkung, also das heißt, dass die männlichen Geschlechtshormone etwas stärker ausgebildet werden bzw. ergänzt werden, und antiandrogen, das bedeutet, dass sie etwas gehemmt werden. Es ist bekannt, dass Testosteron zu einer vermehrten Talgdrüsenproduktion führt und dementsprechend auch Verstopfungen häufiger auftreten. Das bedeutet, dass androgene Pillen die Haut meistens eher verschlechtern, und sobald man die Pille absetzt, sollte die Haut in der Regel auch besser werden. Andersherum ist das bei der sogenannten antiandrogenen Pille. Sie unterdrückt das Testosteron bzw. die Bildung ist etwas niedriger. Dadurch wird während der Pilleneinnahme die Haut besser. Und sobald die Pille abgesetzt wird, haben wir etwas mehr Testosteron, und in dem Bereich kommt es dann auch meistens zu einer Verschlechterung. Also von daher gut aufgepasst, woran es liegen könnte. Und auch das findet man in unserem Buch, welche Inhaltsstoffe androgen oder antiandrogen wirken. Nach dem Absetzen der Pille dauert es erstmal ein paar Wochen, bis der Körper realisiert, da ist eine Veränderung, und zwar hormonell bedingt. Das heißt, jetzt kann die Haut sowohl besser als auch schlechter sein, manchmal wechselt es sich ab und wir haben hier ein komplettes Durcheinander. Es dauert circa 1 bis 3 Monate Minimum, bis die Haut sich wieder etwas verbessert und stabilisiert, weil auch die hormonelle Lage sich wieder verändert. Man kennt es, dass man nach dem Absetzen der Pille auch erstmal Zyklusunregelmäßigkeiten hat. Also auch hier ist das Gleiche. Der Körper weiß dann nicht, was ist gerade los. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Nach 1 bis 3 Monaten sollte eine Stabilisierung stattfinden, und dann wirst du sehen, ob du eine Behandlung bezüglich der Hautunreinheiten brauchst, vielleicht weil eine Akne bei dir vorhanden gewesen ist, oder ob die Haut jetzt komplett unauffällig ist, alles gut und eine normale Hautpflege reicht vollkommen aus. Was kannst du nun konkret machen? Zuallererst ist die Ernährung das A und O. Das bedeutet, achte darauf, so wenig Zucker wie möglich zu konsumieren und auch bei Getreidesorten eher auf Vollkornprodukte zu greifen. Außerdem wenig Alkohol, viel Flüssigkeit, am besten Wasser, ungesüßter Tee, Sport und den Stresslevel reduzieren. Das hilft schon meistens enorm. Zusätzlich ist aber auch die Hautpflege sehr wichtig. Unsere Hautfachärztinnen erstellen dir über die Dermanostik-App in unserer Praxis eine ausführliche Variation für deine Hautpflege. Und falls es nicht besser werden sollte mit der eigenen Hautpflege, wende dich sehr gerne an uns und wir gucken, was am besten für deinen Hauttypen passt. Und weil das Thema so wichtig und umfangreich ist, haben Estefania und ich ein Buch dazu geschrieben, natürlich frei von Akne. Hier findest du Tipps und Tricks rund um die Hautpflege, insbesondere bei Hautunreinheiten. Das Buch findest du auf Amazon, Bücher.de, Thalia, bei der Meierschen und überall, wo man sonst Bücher kaufen kann. Du willst kein Video mehr verpassen zu so spannenden Themen wie der Hautpflege? Dann abonniere unseren Kanal. Ich freue mich sehr, dich nicht nur hier, sondern auch bei TikTok oder Instagram wiederzusehen.